Guten Morgen. Der Natur ist es egal, ob wir sie verschmutzen. Der Natur ist das vollkommen egal. Die Natur hat für alles einen Plan. Die Natur beschwert sich nicht und sagt, boah, ihr habt uns verschmutzt oder habt mich verschmutzt. Sondern, ja, die macht einfach weiter. Sie hat gewisse Gesetzmäßigkeiten, wenn was verschmutzt ist, was dann passiert. Ja, und wenn wir uns in Atomkriegen die Welt zuballern und vielleicht die Erde explodiert, auch dafür hat die Natur einen Plan, was mit den Teilchen dann passiert im Universum, wie sie sich zu neuen Sternen und Planeten wieder zusammenfügen. Die Natur hat für alles einen Plan, denn die Natur ist total egal, ob wir sie verschmutzen. Ja, wir tun Umweltschutz nicht für die Natur, wir tun das für uns. Wir tun das nur für uns. Ja. Nur wenn wir Teil der Natur sein wollen, wenn wir göttliche Liebe, Allsein oder universelle Energie spüren wollen, wenn wir leben wollen, dann müssen wir quasi im Flow mit der Natur uns arrangieren. Und deshalb machen wir Schutz der Umwelt, Schutz der Natur. Die Natur, ich wiederhole mich da gerne, die braucht keinen Schutz. Der Natur ist das vollkommen egal. Wir sind Teil der Natur. Wir sind Teil der Natur. Und das ist die einzige Möglichkeit, natürlich zu leben, wenn wir das akzeptieren, dass wir Teil der Natur sind und diese Natur dann eben auch schützen, uns schützen, weil wir die Natur sind. Alles andere, also wenn wir gegen die natürlichen Prinzipien verstoßen, führt dazu, dass uns die Natur quasi irgendwann mal aussortiert. Ja? Oder wir uns halt selber, wenn die Erde explodiert, wenn da irgendjemand mal einen großen roten Knopf drückt oder so. Macht euch das mal bewusst. Ich finde das faszinierend. Ich finde das faszinierend, wie Menschen sich hinstellen und sagen, so quasi altruistisch, ich tue etwas für die Natur. Und die Natur, die ist weit mehr als das, was wir wahrnehmen. Die Natur ist weit mehr als das, was wir wahrnehmen, was wir als Natur wahrnehmen. Also wenn wir jetzt irgendwelche Wälder roden oder Tiere töten oder was auch immer machen. Die Natur ist viel, viel größer. Das ganze Universum ist die Natur. Alles ist die Natur. Alles. Ja? Wir können der Natur gar nichts antun. Selbst wenn wir wollten. Wir können die Erde hier zum Explodieren brauchen, wir können auch ein bisschen Sondermüll in den All schießen vielleicht. Aber die Natur lacht drüber. Die lacht darüber. Wisst ihr, wie riesig die Natur ist? Alleine unsere Galaxie, wie klein unsere Erde in Relation zu unserer Galaxie ist. Und es gibt nicht nur eine Galaxie. Die Natur braucht keinen Schutz. Die Natur, das Allsein, die universelle Energie, die ist vollkommen in sich perfekt. Die braucht keinen Schutz. Wer Schutz braucht, sind wir. Wenn wir als menschliche Rasse überleben wollen, wenn wir als Mensch uns in die Natur integrieren wollen und Teil der Natur sein wollen, dann müssen wir uns eben artgerecht, naturgerecht verhalten. So, und das können wir jetzt entscheiden als menschliche Rasse, als kollektiver Geist quasi, ob wir das wollen oder nicht. Wohin die Reise geht, wird sich zeigen. Also zurzeit sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Veganer oder die vegane Bewegung, die pflanzliche Bewegung, was schon ein großer Teil ist, wenn es um die Ökologie geht, um den Naturschutz, die steigt rasant an, auch durch die immer schnellere Informationsbereitstellung, durch das Internet, durch die Vernetzung. Ja, also sieht eigentlich ganz gut aus, aber die Technologie und die damit ja, assoziierte auch Zerstörungskapazität, die wir damit sozusagen ja, generieren, die steigt auch an. Ja. Und ja, müssen wir mal schauen, wohin das führt. Aber ich finde es ganz wichtig, mal erwähnt zu haben, dass die Natur keinen Schutz braucht. Die Natur ist perfekt. Alles, was wir brauchen oder alles, um was es geht, ist letztlich, dass wir überleben, dass unsere Egos überleben. Und egal, wie ökologisch man sich verkleidet oder egal, wie altruistisch man sich gibt,
wenn man explizit erwähnt, ich bin Naturschützer, dann kommt in mir mittlerweile so ein Gefühl rauf wie, hast deine Identität, hast du deine Definition gefunden, wo du und dich dein Ego sich sehr wohl fühlt. Wenn man einfach die Natur schützt, indem man intuitiv handelt, indem man Müll aufliest, indem man Plastik vermeidet, indem man sich pflanzlich ernährt, solche Dinge, indem man nicht irgendwie sinnlos irgendwas kaputt macht oder kaputt tritt, ne? Dann ist das ein gutes Zeichen. Und da finde ich das sehr, sehr schön.